Zur Corona-Lage in Waldeck-Frankenberg sprach Eder Dampfradio mit dem ersten Kreis Beigeordneten und Gesundheitsdezernenten Karl Friedrich Frese. Die vierte Corona-Welle rollt, auch im Kreis Waldeck-Frankenberg, Inzidenzen knapp an die 150. Der erste Kreis Beigeordnete und Gesundheitsdezernent Karl Friedrich Frese. Guten Tag, Herr Frese. Hallo, Olaf. Karl Friedrich, es war bekannt, dass eine vierte Welle kommt, aber man hat den Kommunen, sprich den Kreisen, auch so ein bisschen die Waffe aus der Hand genommen. Nun reagiert der Kreis mit niedrigschwelligen Impfangeboten, um die Nicht-Geimpften noch zu erreichen. Was kann man sonst noch tun? Ja, niedrigschwellig sind die Angebote nicht. Niedrigschwellig nur in der Hinsicht, dass jeder kommen kann und wir keine umständlichen Terminvergaben machen, sondern wir bieten allen Bürgerinnen und Bürgern die Chance, sich die dritte Impfung zu holen und die erste und die zweite Impfung. Und heute, gerade heute, hat ja die STIKO auch die Drittimpfung freigegeben für alle Menschen. Aber wir beobachten natürlich, was heute in Berlin entschieden wird, vom Bundestag und vom Bundesrat. Und erwarten eigentlich, dass Regelungen getroffen werden, die auch die Kommunen, die Landkreise wieder in die Lage versetzen werden, nicht nur Handlungsempfehlungen auszusprechen, sondern auch in die Bekämpfung des Pandemiegeschehens aktiv einzugreifen. Ich will das Beispiel nennen der Frage, ob Großveranstaltungen noch durchgeführt werden sollten. Was ist mit Weihnachtsfeiern, mit Weihnachtsmärkten und ähnlichen Dingen, die jetzt überall anstehen? Und da frage ich mich schon, ob das sinnvoll ist, aber derzeit haben wir nicht die rechtliche Möglichkeit, hier ordnungsrechtlich tätig zu werden. Das heißt, der Kreis, auch das Gesundheitsamt des Landkreises kann hier höchstens momentan nach jetzigem Stand nur Empfehlungen aussprechen. So ist das, stumpfes Messer, bitte, bitte, bitte Empfehlung, keine Möglichkeit, Ordnungsrecht anzuwenden. Das heißt, man setzt jetzt auf die Ministerpräsidentenkonferenz, die heute in Berlin läuft, das Corona-Kabinett tagt, um dann eventuell zu reagieren. Ja gut, es geht in erster Linie darum, was steht in der heute im Bundestag beratenden und dann morgen im Bundesrat zu behandelnden Novelle zum Infektionsschutzgesetz. Daraus werden sich Folgen ergeben, die werden wir bewerten, gemeinsam mit unserem Spitzenverband, dem Hessischen Landkreistag. Und dann setzen wir uns am Montag in unserem Krisenstab, den ich jetzt wieder reaktiviere, um es mal so zu nennen, zusammen und treffen Entscheidungen. Selbst wenn heute Entscheidungen fallen und auch morgen im Bundesrat, wie du sagst, die also die Möglichkeiten wiedergeben, Allgemeinverfügungen und so weiter zu erlassen, damit bricht man ja nicht innerhalb von einer Woche die Welle. Es wird dann noch 3-4 Wochen oder mehr ins Land gehen, bis Erfolge sichtbar sind. Das ist erfahrungsgemäß so. Deshalb auch unser erweitertes Impfangebot, das ja ab kommenden Mittwoch dann noch mal mehr greift. Deshalb auch interne Überlegungen, dieses heute schon kommunizierte, erweiterte Impfangebot über die Mittelzentren und Sachsenhausen hinaus noch in den Kreis zu tragen. Weil am Ende des Tages nützt ja auch das Ordnungsrecht nichts, sondern es hilft nur das Impfen. Karl Friedrich Frese, erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Vielen